So, und damit ein Heyho und herzlich willkommen hier zurück zu Assassin's Creed Odyssey. Und wir haben in der letzten Folge die letzten Ältesten bis auf eine Person, und zwar Gaspar und halt dementsprechend Amorgis, die beiden müssen wir noch töten. Und dann haben wir den Orden der Ältesten ausgelöscht, sage ich jetzt mal. Amorgis ist hier oben. Und den holen wir uns als erstes. Das heißt, wir müssen nach da unten. 270 Meter. Den holen wir uns jetzt auch. Ich hoffe, das passt mit der Lautstärke. Vom Sound so. Der scheint aber irgendwo in der Höhle zu sein. Der scheint nämlich irgendwo unter uns zu sein. Dann muss ich mal gucken, ob ich hier irgendwo einen Höhleneingang sehe oder so. Da hinten liegt auf jeden Fall ein Bär. Da könnte ein Höhleneingang tatsächlich sein. Ist so ein Höhleneingang hier irgendwo? Hallo? Guck mal an. Hier geht's tief runter. Es könnte hier Schreckensschlucht. Ja, guck mal an. Da. Nein, da nicht. Was haben wir hier? Ein Anführer der Sippe töten. Zwei Gefangene und einen Ostrakon-Rätsel. Sowie einen Schatz finden. Also, ich schätze mal, Anführer der Sippe wird er sein. Oder auch nicht. Da ist es tatsächlich noch ein Anführer. Ein Gefangener, eine Truhe. Nur das Rätsel habe ich jetzt noch gar nicht nirgendwo gesichtet. Na, werden wir vielleicht drin finden. Auf jeden Fall geht's hier erstmal rein. Das Gute ist, wir können ja Gott sei Dank hier alles, ne, mit dem Sie werden nach mir suchen. Ich muss vorsichtig sein. Und zack. 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 Und zack. 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 Und da haben wir auf jeden Fall schon mal die Truhe. Jetzt brauche ich noch. Da hinten steht auf jeden Fall schon mal der andere. Hier habe ich die Tafel. Schließen wir mal hier den ersten Gefangenen auf. Der andere Gefangene ist bei ihm. Deswegen. Zack, 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 na, na, na. Na. Den Ältesten tot bestätigen. Die Welt ist ohne dich besser. So, der Meisterassassinen-Robe. Oh. Gaspar, die Torwächterin. So, jetzt fehlt in dem Sinne nur noch Amorgis. Dann haben wir sie, die alle aus dem Orden des Ältesten. Und Amorgis wird ja mit Hilfe der Story besiegt. Ne?
Also Amorgus wird ja durch die Story auch besiegt. Deswegen werden wir natürlich... Oh. Achso, das sind unsere... Vorboss. Auf. Jetzt werden wir uns nämlich aufmachen zur nächsten Quest. Rauch und Wut. Triff Darius in Messene und sprich mit ihm. Das werden wir machen. Und ich weiß nicht, wie lange das Projekt gehen wird, aber das nächste Projekt wird, also nach Assassin's Creed Odyssey, habe ich schon im Blick. Hier ist auch noch ein Söldner. Witzig. Moin. Mal kurz gucken. Pfeil und der Zerstörung. Den machen wir mal annehmen. Los, aus dem Weg. Du stehst im Weg, Hector. Hector. Ach ja, das ist wieder hier oben drin. In so einem Obergeschoss. Muss ich nur gucken, wo ich da am dümmsten hochkomme. Bestimmt hier durch rein. Das sage ich doch. Hopp. Hopp. Guten Tag. Ich bin der Neue. Darius? So sieht man sich wieder, Adlermann. Gut, du bist zurück. Setzen wir unseren Plan in die Tat um. Wir werden mehrere Feuer legen. Der Rauch wird die Heloten dazu zwingen, zu fliehen und am Morgens Wachen von der Mine weglocken. Den Feind direkt ins Herz treffen und dabei unschuldige Leben, soweit es geht, verschonen. Ein weiser Plan. Ich werde dafür sorgen, dass meine Leute den Rest des Gebiets abdecken. Was ist passiert? Ich weiß, was mit Nema geschah. Nema starb, während sie Elpidios beschützte. Ein Ordensmitglied wollte mich treffen. Er war da, Darius. Sie hatten Nema im Schiffswrack gefunden. Sie versuchte, gegen sie zu kämpfen. Das gehörte Nema. Ich hatte keine Gelegenheit. Ich hatte es ganz vergessen. Sie ist tot. Sie ist wirklich tot. Und sie kommt niemals zurück. Ich werde sie nie vergessen, Darius. Ich vermisse sie so sehr. Sie fehlt mir so sehr. Wir haben Zeit zu trauern, wenn das vorbei ist. Immerhin wissen wir jetzt, dass Elpidios lebt. Holen wir ihn zurück. Wenn Amorgus hier ist, muss Elpidios auch hier sein. Sobald wir anfangen, gibt es kein Zurück. Sie werden alles gegen uns aufbieten, was sie haben. Sollen sie es. Tun wir es. Zeit anzugreifen. Es könnte uns alles kosten. Wir haben eh nichts mehr großartig zu verlieren. Ich kenne den Preis. Wie gesagt, wir haben eh nichts großartig. Verschwindet hier! Was zum...
brennt, verschwindet hier. Suchen wir den Jungen. Auf geht's. Gleich mal gucken. Da ist einer. Da ist auch noch mal einer. Das haben wir. Das brauche ich nicht. Okay. Es gibt ein paar Ziele. Da vorne ist zum Beispiel einer. Schaltet ihr die sich den. Zack! So. Das ist schon mal eins. Nächster ist da vorne. 40 Meter. Zack, zack. Durchsucht hier das Haus. Der Adlermann ist in der Nähe. Passt auf. Zack. Reiß dich zusammen. Zack. Batz. Schnell einmal bezahlen, damit die Söldner mir nicht, mich nicht nerven. Zack. 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 Hab. Zack. Und wieder. So. Sprich mit Dareus. Okay. Schnell durchs Wasser. Hab. Hoffen wir mal, dass wir den Jungen auch noch finden, bevor er, ich sag mal, ein bisschen umgepolt wird, weißt du? Ich meine mal, klar, es ist ein Baby noch, aber trotzdem. Jede Minute, die verstreicht, kann immer noch sein, dass es möglich ist, dass die irgendwie was unserem Kind antun. So, Dareus. Gefangenen? Oh, da sind die Dings. Okay, da ist unsere Feldherr, unser Athena. Wo ist Amorgis? Die Minen! Aber ihr werdet nie durch seine Verteidigung kommen! Ich zerschmettere seine Verteidigung und dann töte ich ihn. Ihr seid verrückt! Alle beide! Du wirst Amorgis sagen, dass der Adlermann, der Wahrer der griechischen Welt, hier vor seiner Tür steht. Sag ihm, dass ich komme. Seinetwegen. Wegen Alpidios. Und ich klopfe nicht an. Vorwand. Guter Plan. Ich kümmere mich um die Ordenswachen. Alles klar. Holen wir uns. Ich muss zu den Minen. Auf dem Weg schalte ich so viele wie möglich aus. So, gleich mal gucken. Oh. Wie? Da ist nur eine Person.
Zack. Zack. Wo? Ah, keiner sieht mich, okay. Alles klar. Ab in die Mine. Erkunde die Mine. Okay. Du kannst dich nicht verstecken, Amorgas. Es ist so still. Zu still. Es ist zu still. Ich vertraue nicht wirklich drauf. Na, es wird... Lol, da unten ist irgendeine Truhe. Ach, komm. Komm raus, Amorgas. Dein Schicksal erwartet dich. Komm. Bogen des Eos. Hey, cool. Ein Bogen. Hinter dir. Seht, der Adlermann. Ja. Alexios. Wo ist... Amorgas. Er ist im Tempel über den Minen. Über den Minen. Doch noch ist es nicht so weit. Er ist genau so, wie Gerges ihn in seinen Einträgen beschrieben hat. Feurig. Oh, Gerges. Er war der Beste von uns. Tja. Du warst seine Lieblingsfigur, Adlermann. Und doch hast du ihn ermordet. Er hatte... Gerges war ein Mitglied des Ordens. Ihr alle verdient, was euch bevorsteht. Wir haben nicht vor, beiseite zu treten. Ich hole mir meinen Sohn. Elpidios, er trägt seinen kleinen Krieger noch im Herzen. Er hat immer noch Hoffnung. Was für ein törichter Gedanke. Wir werden noch mit unserem letzten Atemzug für Persien kämpfen. Die Leben, die zerstörten Städte, das alles dient Amorgas Friedensvision. Sein großer Plan. Na komm. Jedes Mittel ist erlaubt. Ja, ihr wollt Stress? Okay. Könnt ihr haben. Zack. 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 Morgen ist es im Tempel. Ich komme, Pidi. Ich finde dich. So. So viel dazu erstmal. Im Tempel über dem Dings. Am Morgen, heute wirst du bluten. Neue Quest, das Vermächtnis der ersten Klinge. Okay. Also da müssen wir hin. Dann wollen wir mal. Ab nach oben. Wir holen uns jetzt das Vermächtnis der ersten Klinge. Also machen das jetzt zu Ende. Wir bringen es jetzt zu Ende. Da, 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 da. Zack. 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 So. Witz.
Was willst du denn hier? Was willst du denn hier? So. Okay. Allerdings, bevor wir uns nach da oben begeben, werde ich jetzt erstmal hier hoch, kurz ins Gebüsch mich hocken und wir werden uns am Morges in der nächsten Folge vorknüpfen, denn wir sind am Ende der Folge angekommen. Ich hoffe, es hat euch gefallen und ich hoffe, ihr schaltet auch in der nächsten Folge wieder ein, wenn es dann weitergeht, hier bei Assassin's Creed Odyssey.